Ja, ich bin da, ich bin da. Hallo, hallo, hallo. Hä? Warum habt ihr mich aufgehangen? Ich hab dich gerade am Galgen gehangen. Muss jetzt sterben. Ja. Weil, ja, ich könnte die abmachen, aber will ich nicht, weil ich will, dass sein Skelett dann nachher da hängt. Ach so, hast du ja gesagt, das muss ich aber dann nicht berühren, sonst falle ich auseinander, oder wie? Ja, du kannst dein Inventar rausnehmen, du darfst aber danach nicht. Warte mal, wie heißt das? Release from Nose drück machen oder sowas. Ach so. Und er hat doch gekackt, hast du gesehen? Dein letzter Code kam noch raus. Jetzt kannst du gleich dein Inventar ganz normal rausnehmen und den Körper einfach hängen lassen und dann nach einer gewissen Zeit nicht runter. Ja, da steht nur. Ja, eh. Jetzt, wunderbar. Und in 2 Minuten 30 hängt dann da ein Skelett. Nice. Die anderen pennen alle schon wieder. Den Crappling-Hook erlernt und dann erlernt er automatisch auch den Galgen. Na, jetzt kann ich hier diese Crappling-Hooks herstellen, dass er dann halt damit klettern kann und so. Sag mal, wir hatten ja das hingekriegt, mit 3 Betten so viele Levels zu machen. Ach ja, Betten habe ich gesehen, sind neu da. Ich wollte Schnellreise machen. Ne, wir waren bis Level 17 automatisch und dann haben wir die anderen 3 Betten besucht. Da war ich bis 21. Kann ich jetzt. Ja, mit den Schiffen, ja. Ja, bin jetzt auch 21. Hatten wir gestern besprochen, dass wir noch weiter rumfahren. Okay. Ich will jetzt dieses Kackschiff bauen. Fiber, Fetch und Wood. Wood, Fetch, Storage Box bauen. Storage Box auf Schiff platzieren, Schiff beladen und nach vorne bringen. Das ist übel, diese Storage Box. Du kannst reinballern ohne Ende. Ich hab Metall, wo soll ich das hinpacken? In das Ding, ja. In den Chipyard rein. Boah. Wie weit das ist? Ja, wir laufen die ganze Zeit hier hin und her. Ja, ich bin hart überladen. Wir auch. Gibt's eigentlich schon gute Mods hierfür? Nee, noch nicht. Also wir haben jetzt alles voll bis aufs Metall. Da fehlen uns jetzt noch ungefähr um 200. Ja, ich hab 163. Ich bin am Fleiß am Steine prügeln, ja. Ja, ich hab nur meine Fäuste, das wäre scheiße. Wenn du voll bist, kannst du was hinschmeißen, nimmst du ab. Was willst du? Metall oder was? Oder? Metall. Ich bei mir kannst du jetzt 62 abholen, wenn du willst. Wo bist du? Ach, ein Glück habe ich nur auf Gewicht geskillt. Ah, damit. Was hat er denn jetzt schon wieder? Hunger hat er. Haben wir hier Kakteen? 70 Stück da. Ja. Wunderbar. Noch einer was? Gerade nicht. Hast du was hier hinten? Gib mir Metall. Gib mir Metall. Gib mir Metall. Wunderbar. So, jetzt habe ich insgesamt 168. Gott, in der deutschen Sprache, ey. Warum drehen die Zahlen immer um? Zum Beispiel im Britischen, also oder im Englischen geht's doch auch. Da wäre es 168. Aber nein. Ja, auf Russisch ist es auch so. Ja, das ist in jeder Scheißsprache so, außer im Deutschen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, denk ich mir auch jedes Mal. Die Kacke. Ich komm mit dem Rest Metall. Metall. Da stehst du. Ja. Wieder 41. Nice. Metall. Wie viel brauchen wir noch? Müsste es, glaube ich, gleich gewesen sein. Ich guck mal. Okay. Ach, jetzt ist Georg doch dran. Kala Namak. Was ja, ist das denn? Müsste jetzt eigentlich reichen, aber wenn ihr noch Metall in den Taschen habt, nimmt's mit in die Base. Aha. Die weißen Klumpen geben Salz. So, ich hab's. Zack, fertig. Da ist okay. Das Ding. Cool. Ja, voll kleine. Voll kleine. Das Ding, im Gegensatz zu einer Galeone, ist das Ding wirklich klein. Ja, das ist schon klar. Wie groß ist das andere? Füllt das dann komplett das Ding aus, oder was? Ja, ja, noch. Und diese noch. Seitentreppen, die du hast, die da hochgehen. Bei der Galeone hast du das über 3 Etagen. Nee, ich meine von der Länge her dann.
Ja, ist voll, das Ding. Okay. Mhm. Bei der Galeone ist das Ding bis hier hinten hin voll. Okay. Krass. So. Und jetzt, warum packt man das dann da ins Inventar? Wie gesagt, und die Galeone ist auch von der Breite her, geht die bis an das Yard ran und dann über drei Etagen hoch die Treppen, die hier hochgeht. Na, jetzt ist es wie Hausbau. Wir machen jetzt alles fertig und dann kannst du es außen, da kommt immer so ein blaues Symbol, da kannst du die einfach ranklatschen. Ah, okay. Das ist da wie beim Hausbau und dann oben drauf kann man eine Base zum Beispiel bauen. Ich würde mal sagen, aber wir bauen ein paar Planken mehr, weil wir wieder unterwegs sind, dass wir die gleich flicken können. Ja, deswegen haben wir ja gesagt, die letzten zwei Tage, also heute, gestern, nur Holz. Kanonen nach hinten. Ja. Auch. Mhm. Falls Kanonen nach hinten und Kanonen nach vorne. Falls wir wieder von den Schiffen gejagt werden. Richtig. So, Georgie, oben alles freilassen, bitte. Für die Kanonen oder was? Für die Kanonenlöcher. Die kommen dann zum Schluss darauf. Die habe ich nämlich nur noch nicht gemacht. Da brauchen wir nämlich noch 10 Stück von. Ach, der scheiß Alpha, der gibt so viel. Keine Ausdauer. So. Nix Ausdauer, blöd. So, das war jetzt auf die 7. Genau. Zack. 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 Hier ist von unten besser. Machst du die andere Seite? Jo. Wunderbar. Sehr läuft wie Länderspiel. Hallo? Jetzt wähl doch mal unten aus. So. 7 Welle. Er pustet unter an sein Mikro. Nein, ich habe an meiner Dampfe gezogen. Ach so. An meinem Tröpfler. So. Na. Was ist das für ein Scheiß hier? Da. So. Oh Gott! Ich bin runtergefallen. Oh, ich hab noch 9 Stück. Oh, na, ich hab auch ein paar für Reserve und so. Außer hinten. Das Boot? Oder? Ne, warte mal, ich glaube hinten kommen auch. Können wir hochbauen oder nicht? Warte. 7. Ja, hinten muss noch 2 ran. Mhm. Also die oberste Reihe. Die meinst du? Genau. So. Alles cool. Ah, jetzt bin ich auch runtergefallen. So, nochmal. Gut, warte, es geht gleich weiter. So. Ganz vorne kommen auch noch 2 ran, ist mir gerade aufgefallen. Warte. Ja. Genau. Das sieht doch schon noch was aus. Ja. Ah, da kommen 4 vorne ran. 4? Ja. Ja. Hast du noch eine? Ja, ich hab noch 4 Stück. Okay, dann kommt die hier auf meiner Seite. Und hier hinten auch, kommen auch noch welche ran. Also hier das vordere, wo ich jetzt gerade hinschaue. Und die andere Seite auch noch. Nice Scheiß. Ja, und der Rest wird Kanonenluken und dann haben wir's. Da kommt, ja, kannst du mal hochgehen auf die Leiter und guckst mal gucken, wie viel innen noch fehlt. Weil das sind ja auch, glaube ich, jetzt 1, 2, 3 Etagen. Ja. Ja, sind 3. Mhm. So, machen wir uns an die Kanonenluken und dann das Innenzeug. Da bin ich ein Schiffswart. Achtung, wenn ihr nach vorne kommt, hier sind 3, 4 Kobras vorne und ganz viele kleine Schlangen. Ich habe keine Ahnung, was auf einmal los ist.
Ich schwimme am besten, oder? Aber das ist, weil die Alpha da ist. Hm. Habt ihr die Alpha getötet? Ja, die Alpha ist ja viel weiter weg, die sind ja alle beim Schiff. Aber glaub mir, die sind alle von der Alpha gekommen, das ist wie bei den Schweinen. Wenn da 1000 Schweine sind, dann ist eine Alpha auf jeden Fall dabei. So, das hätten wir schon mal. Jetzt brauche ich die eine, hier die, das eine Deck brauche ich noch. Komme. Ey, jetzt greifen die das Was Schiff ist da an. Unten? Ich wollte gerade sagen, warum kommen da Schadenspunkte? Ja, weil die ganzen Schlangen gerade das Schiff angreifen. Die können den Schlangen jetzt Holz kaputt machen. Also keine bitte. Ahnung. Mann, das ist echt ein bisschen doof. Ja, das ist richtig dumm gerade. Er ist Tier Level 2, ne? Oder? Ja, das sind die Kobras, die jetzt das Schiff angreifen. Oh nein. Naja, ich bin ja auch ganz alleine. Oh nein, okay, warte. Ich mache hier Stopp. So. Bett. Ja, hallo. Oh nein, erst alles in die Werkbank. Müsstest du mittig reinsetzen können, das Deck oben? Das oben ist Mitte, da wo das große Loch in der Mitte. Einfach wo es blau leuchtet, dann kannst du es da reinmachen. Da setzt es da unten irgendwo hin, ist das richtig? Ja, da unten. Also eine Etage tiefer? Genau. Der hat so viel Zeug hier unten. Ach so, das ist eine Ebene, nicht nur... Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So, dann müssten wir. Da komme ich da wieder nicht raus. Kanone hast du da gelassen oder mitgenommen? Ne, ich war voll. Ich habe. Was habe ich noch mitgenommen? Warte mal kurz. Wir müssen bloß die Ceilings habe ich. Die Ceilings habe ich hier noch. Wo sollen die hin? Gib mal her. Ich komme hier raus. Oh nein. Habe ich so runtergeschmissen? Ne, ich habe es abgefahren. Als Cobra hier. Wo ich drauf gedrückt habe, habe ich gedacht, ey. Hey, komm mal raus hier. Komm, Cobri. Hallo, siehst du mich? Komm jetzt her. Cobra Kai. Mann, jetzt können wir doch mit Treppen. Ah, nee, da komme ich dort wieder nicht raus. Na gut, wir brauchen da noch Treppen und so. Nein. Ja, das Problem ist, wir müssten erst die Segel setzen, eigentlich, für die Rampen, bevor wir die Rampen einbauen. Das ist nicht so schlimm. Ich will ja bloß gucken, hier die nächsten Reihen. Ja, weil das Problem ist, wenn jetzt da natürlich jetzt irgendwo schon Rampen hinsetzt, kann es natürlich passieren, wenn du nachher die Segel setzt, dass die natürlich dann mitten in der Rampe hängen. Ja, ich will ja nur ungefähr mal grob gucken. Weil die erste Reihe kann ich immer noch wegmachen. Das ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich eine kleine gemacht, weil ich sie von unten nicht sehe. Kannst du die mal bitte oben abnehmen? Die eine Rampe? Vor dir? Ja. So. Genau. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Stehst du? Was machst du hier drin? Was? Warum folgst du mir? Das macht mir Angst. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ja, das passt doch mit der Rampe hier. Der Treppe. Hier kommt auch noch mal eine kleine runter. Ich glaube, ich mache hier mal ein bisschen Holz. Ich glaube, dann kann man die vorne aber wegmachen, oder? Du brauchst ja auch noch einen anderen Eingang, falls du mal schnell zu den Kanonen musst, dass alle durch die Kajüte trommeln wollen. Ja, stimmt. Und ihr habt keinen Zucker gefunden hier, oder? Nee. Überall auf der ganzen Insel nicht. Ich habe keinen Honig gefunden, zum Beispiel. Ja, Honig. Ich weiß nicht, was sonst noch Zucker ist, mäßig. Es gibt so Rohrzuckergedöns da, das habe ich, glaube ich, eingesammelt. Auch bei B6 da in diesem Tropical Gedöns. Oh, schon wieder eine Alpha-Schlange, das gibt's doch wohl nicht. Sich Metall. Ach, das reicht das jetzt. Boah, dann haben wir 360 insgesamt. 360, ja. Wer hatte die Schiffsressourcenbox gelernt? Keiner mehr. doch, Dings hier, wer ist da? Wer? Storage Box. Kiko? Costa. Wo kommt denn die? War der überhaupt gerade schon online? Vorhin? Ja? Ja? Stimmt.
Wo ist denn die? Weiß das einer? Aus dem Kopf? Nö. Aber kannst du einfach oben eingeben unter Skill. Ja, boah, Alter, jetzt will ich da drauf springen und jetzt kommt da ein scheiß Krokodil. Ich rasch aus, spring da die scheiß Treppe hoch. Ressourcenkiste. Bist du dumm? Heißt doch nicht Ressourcenkiste, oder? Wer heißt Schiff-Ressourcenkiste? Doch, doch. Echt? Die ist bei Captaineering. Da bin ich doch, oder? Nee, jetzt hab ich das freigeschaltet, doch. Boah, Schiff sieht aber echt fett aus. Ja, ist gerade im Bau. Krasser Scheiß. Zweite Etage. Boah, hier mit Bullauge, ey, ihr werdet verrückt, ey. Okay. Ich werd verrückt, ey. Nur vom Feinsten hier. Boah, hier mit so Holzbalken noch und diesen. Was ist denn ein Foodlader? Kennt einer das? Futterdruck. Futterdruck. Ja. Futterdruck? Das sieht ja anders aus. So, das ist jetzt. Ja, jetzt ist ein bisschen Lumpe alle hier. Jetzt brauche ich. Oh, wie viel Sailings brauche ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 1. Na, die Strukturen haben sie schon schön gemacht. Kann man nicht sagen. Also, kann man nicht meckern. Ja, das, also ich finde das gut hier. Hier müssen wir noch eine kleine Box drüber bauen mit Tür. Boah, wie viele Wände brauchen wir denn noch? Sailings brauchen wir noch. Und oh. Die also sagst schon, wir brauchen wieder Holz. Ja. Ach, wie geil. Die Kanone fahrt dann sogar zurück. Okay. Soll ich, nein, ich glaube, es bringt glaube ich nichts. Und hier ist zum Beispiel der Reloader. Hier machen wir die ganze Munition rein, dass wir immer die Kanonen beladen können. Also die musst du aber schon selbst rausnehmen, oder? Oder nimmt er die dann da? Ja, müsste, glaube ich, jetzt automatisch. Also die laden automatisch nach, wenn du dran stehst. Ich habe die Ressourcenkiste gelernt. Die mussten mal rangehen und mal Dings drücken. Hier einmal schießen. Ja, lädt. Okay, cool. Ja, Mount E. Ja, klar. Okay, cool. Ah, jetzt. Oh, scheiße, ich brauche Subs für die Säcke. Soll ich dir welche abgeben? Ich bin YouTuber. Denk mir mal ein paar Subs. Nicht auf Twitch. Boah, ich bin überladen. Ja, wisst ihr, wir arbeiten jetzt schon den ganzen Tag dran. Den ganzen Tag das Ding zu machen. Pass auf. Dann kommt ein Wirbelsturm mit 4 oder 5 Schiffen. Vielleicht sollten wir auch daran, dass wir lieber morgen testen, wenn wir ausgeschlafen sind. Ich bin ausgeschlafen. Ich bin ausgeschlafen. Okay. Für mich hat der Tag gerade begonnen, vor einer Minute. Ach so, okay. Was? Was? Na, guck doch mal auf die Uhr. Oh, 1 Uhr, der Tag hat begonnen. Ach so, ich dachte, Schnee im Sommer vielleicht auch. Oh, für mich hat der Tag begonnen. Der 12. Was geht? 3 Tage wach. Kennt ihr noch diese Energy Shots? Ja. Oh, das ist geil. Mega. Ich hab mir da so 4, 5 reingepfiffen, ne? Hab mich gewundert, warum schwitze ich denn so? Warum machen meine Unterkiefer so Faxen? Wie so kleine Feiglinge, weißt du? Ja. Alter. Der eine hat. Eiderache. Ja, dann hab ich gesehen, ja, 3 könnten dazu führen, dass du auf einmal umfällst, Zuckerschock und ins Koma fallen kannst. Und ich habe mir 5 reingeballert. Ich dachte, oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Viel hilft viel. Ja, ja, genau. Bin ich jetzt gelandet? Halt, hier. Okay, Munitionskiste wird befüllt. Das ist wirklich Wonderbra. Warum habt ihr so viele Schränke da? Jawohl. Ihr könnt das auch in die große Truhe hier alles packen, ne? Also die Ressourcen. Ach so, Ressourcenkiste? Ja. Ach, hast du die schon auf? Ich hab's ja gar nicht gesehen, dass du die aufgestellt hast. Mann, so viele Scheißschränke. Wir müssen die noch farbig vielleicht anmalen. Bisschen bepinseln. Was ist mit dir schon wieder? Oh, schon wieder eine blöde Schlange. Ja. Da, jetzt hat sie mich im Visier. Ey, die eine Kanone kann nicht so weit rausgucken. Was kann die? Nicht so weit rausgucken. Mit der anderen.
Wie? Was? Ja? Hm? Die guckt nur höchstens bis zum Fenster raus und halt nicht raus, ne? Hä? Gib mal her. Wie? Ja, guck. Ah! Jetzt bin ich da drinnen! Er baut mich in die Kanone ein. Ja, ist doch richtig so. Ja, der ging doch mal, wenn er die Luke aufmacht, würde ich doch normalerweise ein bisschen. Ja, oder? Ist richtig so. Mitten in der Position. So, was schräge Decke? Achso, ja, stimmt, das wollte ich testen, deswegen habe ich ja gesagt, eine mehr machen. Habe ich auch. Na, mach mal eben und ich teste, ob ich herlaufen kann, sonst kannst du sie wieder aufnehmen. Ja, geht. Wunderbar. Aber coole Idee, oder? Ja, müssen wir nur die Tür noch reinmachen, ja. Ja. Deswegen habe ich ja die anderen Wände und eine Tür. Die machen wir aber, wenn die Ressourcen hier sind. Hier oben brauche ich nämlich auch noch 12 Wände habe ich jetzt noch dabei. Okay. Ah! Na, da brauchen wir auch noch einen Weg nach oben, wa? Ja, aber mach ich gleich. Achso. Nein! So. Was war jetzt los? Achso. Alter, schießt da gerade jemand? Ja. Das ist ja ein übelstes Gewitter, ey. Ja, bei mir hat gerade übelst gewackelt. Was hat das? Bleib mal stehen. Boah. Boah, Alter! Ich bin gerade erst gespawnt, du Assi! Guck mal, alle haben wieder voll die Freude da oben. Also ich weiß schon, wer die Schützen werden. Haben wir aber gut getroffen beide, ne? Tja, ich hab ihn auf jeden Fall ausgenockt, wo. Ja, ich bin schon wieder Schaden unterm Boot. Was ja, ist wieder eine Schlange ja, drunter. Warte mal, ich verhungere. Stimmt, da oben wollte ich nochmal. Ach, so ein Schiff-Design, ne? Könnt die Segel noch bemalen. Mhm. Du kannst. Ich habe schon gesehen, du kannst mit einem Programm kannst du direkt Bilder einfügen. Da kannst du dann deinen Jack Sparrow-Kopf da auf das Segel malen. Ja, du brauchst nur dann die ganzen Farben dafür. Und es ging auch bei Ark auf der Playstation. Ja. Echt, bei mir hat sich das Ding immer komplett aufgehangen, wenn ich sowas gemacht habe. Da eine Shampoosflasche dran geschmissen und abgehen die Luzi. Ja, da wird aufs Deck gekackt und dann raus. Wow. Und durchgewischt. Und so, ich mach aus. Ich mach mal hier die Außenansicht und Two-Face, du darfst warte, das Ding. Warte. Willst du erst die Leitern anbringen, sonst kommt hier keiner hoch. Ja, wir sind doch drauf, das reicht doch. Tschüss, Leute, danke für eure Arbeit. Oh, Cobra. Cobra hinter uns, rennen, Junge, rennen. Ja, soll ich? Warum hat die eigentlich noch keinen Namen? Ey, gebt ihr doch erstmal einen Namen, bevor wir sie rauslassen. Die kann ja erst einen Namen kriegen, wenn. So, jetzt müssen wir die Seiten aber trotzdem wegmachen, ne? Ne, wieso? Kannst du stehen lassen. Ja, davor ist eine Sandbank. Geradeaus zu. Wie kommen wir jetzt auf das Schiff, um die Sachen da reinzulegen? Ja, noch könnte ihr hier rüberhüpfen. Ja, keine Ahnung. Superratte. Boah, ist ja alles mit Alligatoren voll, Alter. Dann haben wir die Sackratte und die Superratte. Ah, oh, jetzt ist das Wasser hier so scheiße. Was geht? Jetzt. Spring. Warum ist denn das jetzt so hell? Keine Ahnung. Irgendwie scheint die Sonne selten durch. Okay, kannst du knicken mit dem Springen. Ja. Der kleine Mann hat's geschafft, Junge. Erstmal Anker sitzen. Jetzt bin ich unter Deck. Ich auch. Was ist das denn? Hä? Ich komme hier nicht durch. Ah, jetzt. Okay, komisch. So, ja. Leiter ist unten, hinten. Hinten? Ah, okay. Also eigentlich kannst du das Titanic nennen, bei diesem Schiff von diesem kleinen, winzigen Ruder da hinten dran. Das ist jetzt die Superratte, die heißt schon so. Superratte. Und wenn wir irgendwann eine Galeone haben, Ultraratte. Da wird man ja richtig rattig hier. Ja. Und mach doch immer die Türen zu. Stell dir mal vor, kommt so ein Hippie, der kommt hier rein und pinkelt ins Boot. Was machst du denn? Ja, solange er nur pinkelt. Ich glaub, der geht Leiter unter. Hochgezogen wieder? Habt ihr die Leiter wieder hochgezogen hinten? Die Werft muss man dann zerstören wieder, oder was? Nein, ja, eigentlich nicht. Raus. Wir kommen nicht raus, weil vor uns eine Sandbank ist. Ah, okay. Scheiße. Einmal mit Profis, weißt du? Das ging nicht anders. Das war die einzige Stelle, wo ich platzieren konnte.
Ich mach sie mal. Mach sie mal ab. Mach sie mal ab. Komm. Nice. Wer schießt sie? Und jetzt bist du überladen. Jetzt bin ich auch mal richtig überladen. So, das heißt, einmal kurz den Anker lösen, dass ich das Ding ein bisschen eindrehen kann. Ich will auch beim Sturm fahre ich hier nicht raus, das könnte knicken. Ich will das bloß eindrehen, so schnell losfahren. Ja, ja, wieso kannst du das erstmal so stehen lassen oder nicht? Dann brauchst du nicht eindrehen. Jetzt hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass der Anker packt, nicht dass er gleich zu dir zu tief ist und der Anker packt. Du hast doch wieder recht. Gut, Schiff fertig. Nice. Top Ding. Top die fette Quilt. Ah. Jetzt soll mir einer mal sagen, dass man das Ding nicht in einem Dach bauen kann. Gut, den ganzen Tag haben wir nicht gebraucht. Nee. Nur 1, 2, 3, 4. Ja, fünf, überleg mal, wir haben aber gestern schon die Werft produziert und sowas alles. Ne, die Werft hat ja auch bloß anderthalb Stunden gedauert. Ja, aber auch die ganzen anderen Sachen, die du drumherum brauchst, Werkbank und sowas, das haben wir alles schon gestern gebaut. Stell dir vor, du hättest alles heute bauen müssen. Ja, aber es ist auch ein Wochentag, wo man arbeiten geht. So lange waren wir nicht da. Und ja, wenn man das an einem Samstag, kriegt man das Block ein. Ja, das stimmt. Also steht dann Samstag die Galeone an, oder wie? Samstag, Sonntag. Ja, da brauchen wir aber mehr Personal. Verstehst du? Ich hab irgendwie Bock, die Sackratte abzuknallen da. So weit dreht das Ding nicht. Das ist schon mal gut los. Sind noch kein Meter gefahren. Ja, die muss da stehen bleiben. Das ist unser Ersatzboot, hallo? Ja, das ist die Ersatzratte. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Das Ding kannst du umbenennen zur Ersatzratte. Kann sein, dass wir es morgen schon brauchen wieder. Ja, das denke ich auch. Vielleicht sogar heute noch. Ach, jetzt lasst uns doch wenigstens mal 5 Meter fahren hier. 3 Tage gebaut, Alter, und dann bleibt die Karre nur rumstehen, ey. Ist ja übel. Ja, was ist, wenn hier einer kommt und macht das Ding kaputt? Ja. Sind wir nie mit gefahren. Ja. Oder morgen, ich seh das schon. Morgen kommen wir. Aber ich dachte, das Ding ist nur zum Anschauen. Ja, morgen kommen wir alle so online, denn hatten wir nicht mal ein großes Schiff? Und dann Georg so: Ja, Wodka getrunken. Man fährt nicht besoffen am Steuer. Aber als Seemann, als guter Seemann muss man doch betrunken sein. Ja, wir haben immer noch keinen Rum getrunken, oder? Muss ja das Schaukeln irgendwie ausgleichen. Na gut, Ladies, mach mich offline. Ja, dann klinken wir uns mal aus, oder? Ja, und denkt dran, macht immer die Türen zu. Macht immer die Türen zu. Alle rein, okay. Raus. Hep, hep. Ich gehe ins unterste Deck, dann sauf ich schneller. Ich gehe ins Bett. Oh, ich mit der Kanone das Pferd treffe? Wir gehen jetzt alle erstmal ins Bett. Ob ich mit der Kanone das Pferd treffe? Ja, ich lass ja schon. Aber das Krokodil da am Ufer. Nein. Zählt mir da jemand nochmal die Kanonenkugeln, bevor wir ins Bett gehen? Morgen noch 2 Stück drin. So, Freunde, Boot ist fertig. Ich hoffe, dass es diesmal ein kleines bisschen länger hält als das letzte. Und ja, wir fahren erst morgen wieder weiter. Mal gucken. Das Pferd da hinten irritiert mich gerade. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao.